zuletzt bei LEGO Racers 2. Auf Dino Island ist so einiges los. Nachdem wir die ersten beiden Rennen erfolgreich absolvieren konnten, machten wir uns auf eine Erforschungstour über die Insel. Hier konnten wir zwei Bonusmissionen finden, indem wir den Einwohnern Sprit liefern mussten, dadurch tunen sie unser Auto, und wir fanden alle drei geheimen goldenen Steine. Heute wollen wir weitere Rennen absolvieren, um anschließend den Boss Sam Canister herauszufordern. Was geht, ihr LEGO Racers Kings? Einen wunderschönen guten Tag und Queens natürlich. Und willkommen zurück zu LEGO Racers 2 hier auf Dino Island. Sehr vorsichtig, wenn du den Fluss beim Dorf überquerst, mein Freund. Such dir eine flache Stelle, wo du leicht hinüberkommst. Ja, easy. Wir sind zurück hier im dritten Part, Guys. Und ich freue mich sehr darauf, heute mit euch wieder hier Vollgas zu geben. Und heute wird wahrscheinlich auch der Boss dieser Insel dran glauben. Also insofern wir uns einigermaßen gut anstellen. Denn ja, wir haben nur noch zwei Races hier übrig. Wir haben bereits alle geheimen goldenen Steine hier auf der Insel gefunden. Ne? Ich habe auch wieder ordentlich viele skurrile Substanzen genommen, damit ich in der passenden Stimmung für die heutige Aufnahme bin. Und nachdem wir beim letzten Mal auch unseren Motor direkt um 2 Stat-Punkte geboostet haben, sollte heute auf jeden Fall der Sieg easy am Start sein. Wir fahren wieder eine recht große Strecke, mit der, wo wir quasi nur 2 Runden fahren müssen. Das ist sehr entspannt. Oh, Freunde, wir haben schon die Rakete. Es wird wieder Zeit für Major Tom. Und völlig losgelöst von der Erde. Okay, alles klar, gut. Vielleicht sollte man nicht zu lange drauf bleiben. Und ich finde, dass sich unser Motorboost auf ey! Auf jeden Fall bemerkbar macht. Da habe ich gerade einen Diskus gefressen. Aber ich wurde noch nicht überholt. Aber Respekt, dass der mich auf so eine Distanz getroffen hat, weil der war doch ein ganzes Stück weit weg. Holy shit. So, wir schauen mal nach hinten. Okay, der ist unsichtbar. Die hängen mir auf jeden Fall am Arsch, aber ich glaube, unser Geschwindigkeitsboost macht sich definitiv bemerkbar. So, ich glaube, ist diese Flussüberquerung eigentlich das, was unser hier Streckenberater uns am Anfang sagen wollte? Diese kleine Strecke, dafür hat er uns gewarnt? Ich glaube, der hat nicht viel Vertrauen in uns. So, schön hier immer auf den Raketen riden, aber früh genug absteigen, Guys. Ansonsten wird man nämlich von der Explosion getroffen und ich habe keine Lust, dass wir hier irgendwann zu Fuß unterwegs sind. Wie unsere Kollegen immer. Wow, 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 wow. Und wir bauen auf jeden Fall einen guten Vorsprung aus. Wir sehen unten auf der Karte, Guys, dass zwei Leute komplett ab... Oh, scheiße, das hätte ich nach hinten feuern können. Dass zwei Leute komplett abgeschlagen sind. T-Rex beiseite, der Boss kommt. Ich habe einen Panzer. Ich fahre dir deine Füße platt, dass du nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist. Scheiße, 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 scheiße. Nicht in der zweiten und letzten Runde, okay? Damit ist unser Vorsprung wieder dahin. By the way, sehr funny. Es gibt sehr viele Theorien mittlerweile, die besagen, dass Dinos gar nicht so aussehen, wie sie uns immer vorstellen. Beziehungsweise wie sie uns gezeigt werden. Und sie hätten sie immer so gezeigt, ne? Recht gefährlich, mit Schuppen. So ein bisschen so wie, so von der Haut her wie Schlangen. Aber das ergibt eigentlich gar keinen Sinn. Also die Theorien besagen eher, dass Dinos ziemlich gefiedert waren, ne? Sehr, sehr viele Federn haben. Weil das einfach rein von der Evolution und vom Überleben her viel, viel sinnvoller ist. So, Schuppen bringen denen gar nichts. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spaßig. Ja, und genauso spaßig finde ich auch den Sieg auf jeden Fall in diesem Rennen. So, das Alien ist immer auf der 3. Kann es sein, dass das Alien immer auf der 3 landet? So, und wir präsentieren wieder unseren schönen Warsteiner Bauch, wo wir uns natürlich vor dem heutigen Part noch ein schönes Fass reingezwiebelt haben, damit wir auch den passenden Promillestand für das Rennen haben. So. Und wir fahren jetzt noch ins nächste Rennen. By the way, nehmt bitte nichts ernst, was ich in den LEGO Racers Parts erzähle. Da darf man mich jetzt nicht so ganz für voll nehmen. Da bin ich immer auf diversen Substanzen unterwegs. Im Dschungel kann man sich schnell verirren. Halte dich an deinen Pfeil, um den Weg zu finden. Okay, so. Ich versuche nochmal den Turbostart hinzubekommen. Ich drücke mal einfach jetzt. Nein, okay, nicht, wenn das letzte Licht auf erscheint. Drücken. Und wir haben wieder nur Dino beiseite. Wir haben wieder nur 2 Runden. Okay. Auf der Karte sehen wir so ein bisschen die Abzweigung, die wir nehmen können. So, und jetzt... Oh, scheiße! Was mache ich denn? Nein! Nein! Nein, ärgerliche Momente. Was will ich denn jetzt hier mit einer Unverwundbarkeit? Das braucht doch niemand. Ich brauche Sprit, ich brauche Turbo, ich brauche Energy.
Ich brauche eine ordentliche Nasung. Ladung. Nicht Nasung. Eine ordentliche Nase, weißes Pulver. Um hier weiterzukommen. Warte mal, das ist der Boxenstopp. Nee. Das ist. Ich brauche Speed. So. Den Wirbelsturm, den setzen wir jetzt einfach mal nach hinten ab. Das passt. Warum hinterlasse ich eigentlich so rote Streifen auf der Strecke? Wenn ich nach hinten gucke, dann sind immer so Feuerstreifen. Und der hat einfach mein Auto. Der hat einfach mein Auto, aber der ist schon gedamaged als ich. Du hast schon ein bisschen auf die Fresse bekommen, du Sohn. Ich jetzt aber langsam auch. Ich habe eine Kiste verloren, Kacke. Das war meine Notration. Das war meine Notration. So, wir haben auch ein bisschen Turbo. Na, mir wurde in die Kommentare geschrieben, Guys. Na, so ein bisschen lerne ich noch was über das Spiel. Das Scheiße. Ich brauche definitiv mehr Haftung. Also für Schäden durch Versicherung, aber auch auf den Reifen, damit die nicht so leicht sliden. Dass sich oben mein Turbo auflädt, immer in dem Moment, in dem ich Schaden bekomme. Boah, oha! Ey, mein Auto hat circa gar keinen Grip mehr. So null. Was ist denn jetzt los? Aber zum Glück alles noch in der ersten Runde, Freunde. Zum Glück alles noch in der ersten Runde. So, die zielsuchende Rakete, die schmeckt... Oh, lol. War das der Boxenstopp? Ich habe gerade einfach wieder Teile bekommen. Wieso? Also ich sag danke, aber wieso? Oh, na, die Gewitterwolke brauche ich jetzt nicht unbedingt. Sehr schön. Unsere zielsuchende Rakete hat da vorne den Kollegen getroffen. So, und... Putz, nein! Scheiße, nicht getroffen. Aber das Gute ist, die Runde dauert sehr, sehr, sehr lange. Wir fahren seit über 2 Minuten schon. Holy shit. Aber selbst wenn ich safe gefahren wäre und nicht so viele Fehler gemacht hätte... Also ich glaube, eine Runde dauert hier legit circa 2 Minuten. Das ist heavy. So, der Boy da vorne hatte auch den Diskus. So, Freunde. Und jetzt ist die erste Runde vorbei. Holy shit. So, wir fahren natürlich nur den Weg, den wir kennen. Ich glaube, der Kollege hat sich gerade ordentlich verfahren. So wie das aussah, ist der einfach geradewegs in die Wand geschallert. So, und jetzt sind wir mit einem angenehmen Vorsprung. Scheiße. Wir waren mit einem angenehmen Vorsprung auf der 1. Und dann dachte mein Fahrer, dass er mal kurz eine Lava-Exkursion macht. Gott, verdammt. Und ich sehe auch gerade, ich glaube, warte mal, mit der Unverwundbarkeit oder mit diesem Unsichtbarsein, habt ihr gerade gesehen, habe ich gesehen, was der für ein Item hat. Ich kann mir vorstellen, dass wenn wir so durchsichtig sind, dass wir Items klauen können. Ey! Scheiße. Ey, Freunde, waren wir heute schon einmal auf Platz 1? Ja, ich glaube, ganz am Anfang. Und dann war lebenslänglich Feierabend. So, hier, ja doch, an manchen Stellen verliere ich immer richtig viel Grip von der Straße. Und dann slidet mein Charakter mal irgendwo hin. Aber durch unsere getunten Teile haben wir auf jeden Fall gut Power. So, ich schätze, wenn ich jetzt durch ihn... Schon wieder! Mein Auto ist schon wieder geslidet, Freunde. Wenn jetzt nicht gleich ein Wunder passiert, dann verlieren wir das Rennen. Wir verlieren das Rennen. Ich wollte schon sagen... Ja, aber ich krieg auch nur Scheiß-Items! Ich wollte schon sagen, ich cut euch die zweite Runde, wird eh easy. Wird ein Scheißtrick easy. Auf der Karte sehen wir, dass Platz 1 ordentlich weit weg ist. So, da schon wieder! Ich habe nicht gelenkt. Ich schwöre, ich habe nicht gelenkt. Hier unten, ne, hat der einfach keinen Grip. Gar keinen. Der hat gerade... Ich habe nicht Pfeiltaste nach links gedrückt und trotzdem driftet mein Charakter nach links ab. Das ist so lächerlich. So, wir heilen uns nochmal. Putz. Beiseite, der Boss kommt. Scheiße, Freunde. Ich brauche jetzt wirklich ein Wunder. Sonst muss ich das ganze Rennen nochmal spielen. Und da habe ich wirklich wenig Interesse. Oh mein Gott, er hat einen Fehler gemacht. Er hat einen Fehler gemacht. Schon wieder. Ich drifte einfach schon wieder. Einfach so ohne Grund. Oh mein Gott, Lenkrakete. Lenkrakete. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Hä? Ach, er war unsichtbar. Nein, jetzt habe ich ihn nicht anvisiert. Scheiße. Eine U-Kurve noch vom Ziel. Schon wieder dasselbe, Freunde. Ich krieg keine Items, mit denen ich aufholen kann. Da ist er. Er hat einen Fehler gemacht. Yes! Panzer-Action! In der letzten Kurve nochmal überholt, weil er einfach in die Wand gefahren ist. Alien natürlich mal wieder auf 3. Das ist, by the way, Johnny Thunder. Der ist der 4. Boss aus LEGO Racers 1 gewesen. Aber, Bruder, nicht mit mir, Kollege. So, und jetzt kämpfen wir gegen... Verdammt, wie hieß der? Ich habe schon wieder vergessen, wie der Boss dieser Welt heißt. So, aber wir haben jetzt alle Rennen geschafft. Und ist hier der Boss? Ist das der Boss? Ich weiß es nicht. Ja. Sam Canister. Da ist er, die Sau. Dieses arme, was irgendwas... Er hat diese armen Tölpe hast du schlagen können. An mir wirst du nicht so leicht. Mich wirst du nicht so leicht kriegen. Und los geht's. Okay, Freunde. One-on-one gegen Sam Canister. Ich drücke jetzt mal, wenn das zweite Licht kommt.
Okay, gibt's auch noch keinen Turbo Boost. Wir finden schon noch raus, wann es den gibt. So. Die Strecke sieht verdammt lang aus. Mal schauen, wie schwierig es wird, Freunde. Sollte ich nach der ersten Runde einen guten Vorsprung haben, cutte ich euch die zweite Runde. Aber ich muss jetzt erstmal rausfinden. Aha, da kommt er schon direkt hier mit einem Diskus um die Ecke. Wir müssen jetzt erstmal rausfinden, Freunde, wie schwierig diese Bossrennen hier wirklich sind. Das sind nämlich eigentlich die ersten Bossrennen, die wir haben, und Sam Kanister überholt uns. Weil ich einfach wie ein Trottel gegen die Wand fahre. Ich glaube einfach, dass meine Reifenhaftung einfach noch nicht hoch genug ist und mein Auto deswegen mit gewissen Geschwindigkeiten nicht mehr umgehen kann. Weil ihr seht das, ich komme hier auf fast 100 km/h, da ich auch meinen Motor zweimal geboostet habe. Aber ich glaube, mein Kart ist einfach nicht dafür ausgelegt, 100 km/h zu fahren. Ich glaube, das ist das große Problem. So, Sam Kanister gibt ordentlich Gas. Bestimmt der CEO von Aral, die beim letzten Mal auch das Benzin geklaut haben. So, zum Glück freuen die den Diskus immer nur nach vorne. Okay, aber Sam Kanister macht ein gutes Rennen, aber die Strecke ist todeslang. Die Runde ist todeslang. Zum Glück können die diese Diskus nicht nach hinten werfen. Das ist tatsächlich sehr, sehr geil. So, wir zünden mal ganz kurz hier unser Nitro. Auch wenn ich immer das Gefühl habe, dass das Nitro einfach gar nichts bringt. So, hoste ich mit dem Wirbelsturm. Also wir merken uns auf jeden Fall, dass die Items nichts mit der Platzierung zu tun haben. Man kriegt immer random Items. Scheiße, scheiße. Ich darf aber auch nicht einfach mal wieder in Führung gehen. Immer wenn ich kurz davor bin, Sam Kanister richtig am Sippi zu haben, dann passiert dir mal Scheiße. Okay, Freunde, Diskus. Da muss ich jetzt gut rankommen. So, wir hinterlassen auch eine Feuerspur. Ich glaube, das heißt einfach, dass wir ein gutes Rennen fahren. Also ich kann jetzt entweder den Diskus verfeuern und darauf gamblen, dass ich eine Lenkrakete bekomme. Oder ich versuche ihn jetzt einfach durch gutes Fahren aufzuholen und ihm dann den gezielten Diskus in die Fresse zu feuern. Das sind die zwei Optionen, die wir haben. Aber ich habe das Gefühl, er macht keinen Fehler. Ich feuere den Diskus beiseite und gamble auf eine Lenkrakete. Schon wieder! Ich habe nicht gelenkt. Die Steuerung von diesem Panzer ist schlimmer, als wenn ich stockbesoffen Auto fahren würde. Und ich sage das, weil ich nüchtern bin. Es ist gruselig. Dieses Car driftet manchmal ohne Grund in irgendeine Richtung. Was ist das für eine Steuerung? Das läuft ganz und gar nicht. Ich brauche eine Lenkrakete. Bruder, jetzt ist hier komplett Feierabend. Ich brauche eine Lenkrakete. So, er hat jetzt auch, glaube ich, irgendwelche Fehler gemacht. Also, aber der Vorsprung ist insane. Der Vorsprung, den er hat, ist insane. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Shit, guys. Ganz ungünstig. Wir fahren in die zweite Runde mit einem Riesenrückstand. Ich könnte heulen. Okay, Bruder. Stabil. Läuft gut. Ja, Mann. Läuft. Oh, warte mal, ist das eine Abkürzung? Nein. Ich kann das Rennen neu anfangen. Komplett Feierabend. So, Freunde. Neue Runde, neues Glück. Ich hoffe einfach, dass ich jetzt ein bisschen den Vorsprung halten kann. Aber der ist ultra schnell. Ich habe das Gefühl, diese Boss-Battles können richtig schwer sein. Das Heftigste wäre natürlich, wenn wir ihn mit zurückgeworfenen Diskussen. Warte mal, ich lasse ihn vor. Aua, ich habe auch die Fresse bekommen. Um ihm jetzt eine Lenkrakete reinzufeuern. Weil dadurch kann ich nämlich jetzt schon anfangen, sein Auto zu damagen. Und vielleicht kriege ich ihn einfach irgendwann dazu, dass er zu Fuß unterwegs ist. Wenn ich das schaffe... Bruder, er war gerade unverwundbar. Wenn ich das schaffe, dann habe ich einfach gewonnen. So. Damit dürften wir, glaube ich, ihm jetzt ein bisschen Schaden gemacht haben. Ja, er hat Teile verloren. Ey, imagine, ich würde es schaffen, ihn zum Fußlaufen zu bringen. Dann wäre das Boss-Battle gewonnen. Ich bleibe jetzt immer knapp hinter ihm. In der Hoffnung, ihm krasse Items reinjagen zu können. Nein, oh mein Gott. Ihm ist dasselbe passiert wie mir. Die Karts verziehen manchmal einfach. Okay, wir haben noch eine Lenkrakete. Das ist so sick. So, er war anvisiert. Das heißt, sie dürfte treffen, wenn sie nicht in diesen Dino reinkracht. Okay, habt ihr es gesehen? Die Rakete hat sich einfach im Kreis gedreht. Ah, weil er mal wieder unsichtbar geworden ist. Scheiße. Okay, solange wir hinter ihm bleiben, Freunde, haben wir die Chance, ihm Schaden zu machen. So, ich bremse jetzt hier. Ja, okay. Vielleicht ist manchmal Bremsen einfach gar keine falsche Idee. Der hat kaum noch was. Schaut euch mal seinen Wagen an. Ein Diskus und der Kollege muss los. Scheiße, da komme ich auch noch nicht an ihn ran. Verdammt. Weil er einfach schneller als die Schockwelle fährt. Ich muss ihm noch einmal Damage machen. Nein, nicht verziehen, Kart. Bitte. Okay, da kann er sich sowieso wieder heilen. Aber wir sind auf der 1. Wir haben ihn tatsächlich jetzt aktuell
einfach durch gutes Fahren, so viel zum guten Fahren, überholt. Aber ich habe eine Lenkrakete. Oh mein Gott, Freunde. Ich kann ihn eventuell, wenn ich ihn anvisiere, dazu bringen, dass er zu Fuß laufen muss. Ich weiß nicht, ob er... Warte mal, ich traue mich noch nicht. Er ist so weit weg. Da, ich schieße. Mit ein bisschen Glück, mit ein bisschen Glück läuft er. Ich weiß nicht, ob er durch den Boxenstopp gefahren ist. Ich weiß nicht, ob er durch den Boxenstopp gefahren ist. Mein Kart slidet schon wieder, ohne dass ich was tun kann. Nee, er fährt noch. Scheiße. Aber alles gut. Es ist ein heftiges Rennen. Es ist ein übles Rennen. Scheiße. Er ist durch die Heilung gefahren. Shit. Mein Kart muss schon wieder komplett los. Solange er noch in Sichtweite ist. Ja. Sehr schön. Lenkrakete, die trifft. Bremsen, 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 bremsen. Keine Chance, da zu lenken. Keine Chance, da zu lenken. Solange wir ihn treffen und solange er noch in Sichtweite ist, ist alles gut. Aber das ist unfassbar schwierig. Holy shit. Man muss ultra aufpassen, was man hier tut. Und tatsächlich ist es manchmal einfach wirklich schwer, diese Tore zu treffen. Ich sag's euch ganz offen und ehrlich, wie es ist. So, zweite Runde. Er hat einen Fehler gemacht. Er hat einen Fehler gemacht. Er hat sich hier verdriftet. Wir sind dran. Und sein Kart ist quasi kaputt. Aber scheiße. Jetzt würde die Zwangsheilung. Jetzt kommt die Zwangsheilung. Die quasi auf der Strecke ist. Ja, jetzt kriegt er wieder Bauteile. Verdammt! Der fährt einfach nur noch auf seinen normalen Bauteilen. Oder kriegt man hier wirklich eine komplette Heilung? Ich weiß es nicht. So, hier muss ich jetzt sehr aufpassen, Freunde. Bremsen, bremsen, bremsen. So, hier muss man sehr aufpassen, was man tut. Okay. Ich gehe immer ein bisschen vom Gas, weil sonst mein Auto, glaube ich, die Kurve hier nicht schaffen würde. So, jetzt sind wir im Modus. Läuft ganz gut, aber schaut mal, der hat immer noch keine Bauteile. Wo verliert der die denn? Ein Treffer und der läuft. Ich muss das doch irgendwie schaffen, dass der Typ zu Fuß geht. Irgendwie. Nein, mein Kart driftet schon wieder. Hier bremsen. Weil hier ist das Kart schnell mal irgendwo in der Pampa. Das habe ich aus der vorigen Runde noch gemerkt. Ich sag's euch, Freunde. So, gib mir Item. Gib mir Item. Ja, er feuert eine Lenkrakete. Ich habe auch eine. Jetzt, Freunde. Er läuft zu Fuß. Jetzt läuft er zu Fuß, oder? 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 Und es kommt lange kein Boxenstopp. Jetzt dürfte ich's haben. Jetzt dürfte ich's haben. Es ist soweit. Schaut auf die Karte. Sein Kart ist zerstört. Und wir fahren das jetzt locker entspannt ins Ziel. Geil. Und es kommt ganz, ganz lange kein Boxenstopp. We did it! Let's go, guys! Oh yeah! Da guckt Sam Kanister blöd aus der Wäsche. Aber ich war so sicher, dass ich gewinne. Jetzt werde ich es nie schaffen, nach Xelex zu kommen und an der galaktischen Meisterschaft teilzunehmen. Hier nimm einen Turbomotor, ich brauche ihn nicht mehr. Klasse gefahren, Hübi. Yippie-yay, Schweinebacke, da mache ich gleich einen indischen Bauchtanz. Vielleicht hört dich das an. Mit mehr Schwung in der Hose hast du vielleicht auch mehr Schwung hinterm Steuer. Nimm den Sandy Bay etwas Zeit, um ihn auszuprobieren. Ja, das mache ich, Meister. Das werde ich machen, weil in Sandy Bay gibt es auch noch einiges für uns zu tun. Gute Arbeit, mein Freund. Du hast diese Welt geschafft. Jetzt solltest du nach Sandy Bay zurückkehren. Von dort aus kannst du in die anderen Lego-Welten reisen. Das mache ich. Und ich glaube, richtig, wenn ich jetzt hier mich nämlich nach hinten fahre, dann lande ich da direkt wieder. Oh nee, das ist das Bossrennen. Ups. Entschuldigung. Da muss ich einmal komplett los. Ja. Und schau mal, unser Motor ist jetzt auch oben gelb. Also, es sind nicht nur die Bauteile, die man in diesen Minigames sammelt, sondern auch, wenn man diese Bossrennen macht, dann scheint man da nochmal so eine Art Extra-Upgrade oder so freizuschalten. Ich durchblicke es selber noch nicht so ganz. Möchtest du nach Sandy Bay zurückgehen? Ja. Weil hier gibt es noch 3 Goldsteine und 2 sozusagen 2 Wirbelstürme. Und ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal auf die Suche und wenn ich was finde, dann melde ich mich bei euch. Oh, ich habe hier am Strand bei den Bergen einen Wirbelsturm gefunden. Okay. Dr. Dave. Hallöchen, Hübi. Hi, was kann ich für dich tun, Mann? Brauchst du ein Bier? Nee, Digga, ich trinke nicht hier auf Arbeit. Eigentlich sollte ich mit dem Taxi zu meinem Labor fahren, aber dann war es nur ein Fake-Taxi und irgendwie wollte ich mit den Leuten im Auto nicht das machen, was sie mit mir machen wollten und, naja, ach, wegen der galaktischen Meisterschaft sind alle übel beschäftigt, jetzt fahren noch diese Fake-Taxis rum, wenn du verstehst, was ich meine. Steig ein, ich habe Zeit, dich hinzubringen. Boah, danke, Mann. Wäre ganz schön dumm dran, wenn du nicht gekommen wärst. Aber gern, mal sehen, ob ich noch andere Leute finde, die ein Taxi brauchen, wenn ich dich abgesetzt habe. Okay, Kumpel, der Taxifahrer hat so viel zu tun, dass sie mir eine Zeit lang helfen muss. Sieh dich um, ob du noch andere Fahrgäste findest. Sie sind auf der Karte markiert.
Wenn du nah genug heranfährst, steigt er ein und sagt dir, wo er hin muss. Auf der Karte, die du auf dem Bildschirm siehst, zeigt dir eine blinkende Zielmarkierung, wo du hinfahren musst. Vergiss nicht, du kannst immer nur eine Person mitnehmen. Okay, alles klar. Zack. Zu den wissenschaftlichen Labors am Südosten der Insel, bitte. Okay. Alter, was haben wir denn für eine frische Karre? Ist immer richtig chillig. Und hier sind schon wieder irgendwelche Autos unterwegs, die mich aufhalten wollen. Ups. Einfach nur so, what the fuck? Ich bin einfach nur ein Taxifahrer und da fahren irgendwelche Leute rum, die mich umbringen wollen. Hä? Was haben denn die Taxifahrer den Leuten bitte getan? Yo, alles klar. So, nein, du darfst kein Taxi fahren. Wir bringen dich und deine Gäste um. Danke, Hübi. Tschüss. Ja, immer gerne. Und ich sehe gerade auf der Karte, dass hier auch jemand ein Taxi braucht. Und zwar du. Na, du heiße Sau. Also, ich habe eigentlich aufs Fake-Taxi gewartet, aber... Na, ich musste den Transportern im Westen. Ja, sie wollte das Fake-Taxi, ne? Sie ärgert sich jetzt, dass sie ein richtiges Taxi bekommen hat. Sie wollte eigentlich ein bisschen Spaß auf der Fahrt. Oh, Bruder. Ich darf nicht ins Detail gehen, sonst wird das hier nicht mehr jugendfrei. Aber, Freunde, das ist ein kleines Crack-LP. Und damit müsst ihr klarkommen. Hier läuft nicht alles normal. So. Danke, beim nächsten Mal sei bitte das Fake-Taxi. Mhm, ja, ja. So, aber das Kart, was wir haben, ist ultraschnell. Das beschleunigt instant und ist eigentlich wirklich ein stabiles Auto. Aber wir haben auch mittlerweile 3 Motor-Upgrades schon. Na, was geht, Meister? Hast du vielleicht ein bisschen Seegras, was ich saufen kann? Kiffen kann? Ich bin schon komplett neben mir. Aber einmal zum Transporter, bitte. Ich möchte nach Takatuka-Land düsen. Okay, Digga. So. Dann noch einmal komplett in den Norden heizen. Natürlich, Freunde, echte Taxifahrer fahren nur Luftlinie. Egal wie der Weg sonst ist. Und liefern den Kollegen natürlich exakt da ab, wo er hin will. Jetzt muss ich nur aufpassen. Nicht, dass ich jetzt hier gleich irgendwo ins Wasser stürze. Aber ich glaube, bin ich hier richtig? Ne, ich glaube, ich muss hier nach unten, oder? Hui! Yeah! Wie wir mit dort runtergefallen sind. Und wir haben es geschafft. Mission erfolgreich absolviert. Wow, das hast du geil gemacht, Hübi. Ja, kein Spaß, Digga. Ich habe mit den anderen Fahrgästen gesprochen, die du mitgenommen hast. Sie finden, du hast eine Belohnung verdient. Hier such dir einen Autobonus aus. Okay, alles klar. Jetzt nehme ich auf jeden Fall Haftung, Freunde. Also auf jeden Fall Reifen. Haftung hier. Bam. Let's go. Cool. Sehr, sehr, sehr gut. Und wir suchen jetzt weiter die Insel nach goldenen Steinen. Und dem zweiten Wirbelsturm ab. Denn wir erinnern uns, es gibt immer 3 goldene Steine und 2 Wirbelstürme. Oh, ich glaube, ich hab ganz oben was auf der Insel gesehen. Würde auch irgendwie Sinn ergeben. Moment, Freunde. Da schauen wir nach. Ich dachte, ich hätte da einen gelben Pixel so über rausstehen sehen. Vielleicht war es auch nur Einbildung. Oh, hier ist direkt der zweite Wirbelsturm. Alles klar. Ist das einfach nochmal die Taximission? Ja. Da bist du ja wieder. Hi, wie geht's? Naja, ich habe immer noch übelstes Problem und hier fahren immer noch nur Fake-Taxis rum. Alles klar. Einfach noch meine Taximission. Aber die cutte ich euch. Das ist das, was wir schon kennen. Okay, Freunde. Ich habe die zweite Taximission auch geschafft. Es ist genau dasselbe Spiel, bloß dass man 5 statt 3 Leute abliefern muss. Ich habe immer das Gefühl, dass der zweite Wirbelsturm genau das gleiche wie der erste ist. Bloß, dass du irgendeine Sache ein bisschen häufiger machen musst. Aber wie gesagt, das cutte ich euch dann einfach, weil ich glaube, es geht nur darum, wie das Minispiel aussieht und nicht, wie man nochmal genau das gleiche macht. So, jetzt habe ich beide Wirbelstürme gefunden, ne? Aber mir fehlen tatsächlich noch 3 goldene Steine. Ich gebe mein Bestes und gucke mich hier weiter um. So, hier die Wasserfälle sehen irgendwie voll verdächtig aus. Aber ich sehe tatsächlich keinen goldenen Stein hier. Ich liebe es auch, wie einfach... Also, Gravitation existiert in diesem Spiel einfach nicht. Und wir können uns trotzdem vielleicht mal hier am Strand umgucken. Eigentlich müssten auch 3 goldene Steine hier irgendwo rumschimmeln, aber ich finde legit einfach gar nichts. Wow, shit. Okay, ich schaue jetzt mal den Tunnel hier an. Da ist ja auch nochmal so ein Innenleben in dieser Insel. Vielleicht kann ich damit was anfangen. Aber die goldenen Steine sind aktuell... unauffindbar für mich. Vielleicht gibt es sie auch noch gar nicht. Vielleicht werden die erst später freigeschaltet, aber das ergibt auch keinen Sinn, weil die Wirbelstürme waren schon da. Also, warum die goldenen Steine nicht? Irgendwie? So ganz fündig werde ich noch nicht. So, ich glaube, hier geht es dann nochmal in eine neue Welt.
Da muss, beziehungsweise will ich noch nicht lang. Und hier unten. Nee, geht's auch nicht lange. Das ist unsichtbare Wand. Schwierige Momente, Freunde. Ich sag's euch, wie es ist. Ganz, ganz schwierige Momente. Da vorne! Da vorne! Oh mein Gott, ich muss jetzt nur noch auf die andere Seite kommen. Ich hab's da ganz genau am Strand gesehen. Ich hab's da ganz genau am Strand gesehen, Freunde. Da ist der erste goldene Stein. Let's flip and go. Ich muss es nur, wie gesagt, hier überleben, was leider nicht so einfach ist. Ich weiß, ich könnte auch auf einen anderen Weg gehen, aber ich habe mir jetzt in den Kopf gesetzt, dass ich diesen Weg gehen werde. Und dann werde ich das auch schaffen. Und ich kann alles schaffen, was ich mir vornehme, Freunde. Ja. Nämlich genau so. Und da oben ist er. Immerhin einer von drei. Aber wie gesagt, Sandy Bay ist eigentlich gar nicht so groß. Aber du kommst jetzt zu mir. Und damit haben wir schon mal Nummer 1. Wow. Wenn man einfach hier am Strand weiterfährt, ist einfach direkt Nummer 2. Die sind beide am selben Strand. Okay. Nur noch einer. Wo bist du? Oh, was ist das denn für ein Tor? Das sieht sehr skurril aus. Aber ich glaube, da will ich noch nicht rein. Da! Okay, hä, what the fuck? Wie konnte ich den übersehen? Hier zwischen Rakete und Baustelle auf dem Berg. Hä, what the fuck? Keine Ahnung, wie ich den übersehen konnte. Es hat mich jetzt sehr lange gebraucht, bis ich diesen Ort hier gefunden habe. Holy shit. Aber alles gut. Dann hätten wir jetzt auch alle Bonusmissionen hier in freaking Sandy Bay. Und beim nächsten Mal, meine lieben Freunde, fliegen wir hier mit der Rakete. Ich weiß nicht wohin. Es wird aber auf jeden Fall großartig. Danke fürs dabei sein. Und bis zum nächsten Mal bei LEGO Racers 2. Dankeschön an die mittlerweile schon 4 großen Supporter hier. Shorty, Sirencrawler, Lord Ryoma und Shiro. Ey, Hammer. Geil, dass ihr das hier so unterstützt.